So, hallo und herzlich willkommen heute mal zu BeamNG Drive. Normalerweise mache ich ja kein BeamNG. Wait a minute, so. Also, herzlich willkommen deswegen erstmal. Ja, hier sehen wir schon. Ich habe ein Flugzeug. Und BeamNG ist ja eigentlich ein Autospiel, aber ich mag Flugzeuge und deswegen fliegen wir heute Flugzeuge. Ich zeige euch mal, was ich sonst noch so für Flugzeuge habe. Also, wir haben hier die Antonov, die Air Force One. Dann haben wir hier unten noch die Spitfire und die B-25. Die B-25 kriege ich irgendwie nicht geflogen. Da muss ich noch irgendwie gucken, wie ich das hinkriege. Deswegen werden wir uns heute erstmal auf die Antonov konzentrieren und damit ein bisschen rumfliegen. Deswegen würde ich sagen, geht es direkt los. Wir gehen ins Cockpit, weil das ist wirklich sehr gut modelliert. Das muss eigentlich eine MSFS-Mod sein. Okay, so gut ist es jetzt auch nicht, aber es ist gut für BeamNG. Ich meine, guckt euch Yoke an, animiert, ne? Throttle ist animiert. Also ich habe keine Gang-Throttle-Schaltung hier. Deswegen, die Alarmleuchten sind animiert, also wenn was passiert, ne? Und hier alles, hier, ihr seht schon, die Engine-Anzeigen drehen sich. Gleich die Höhenanzeige dreht sich. Also das ist wirklich sehr gut gemacht, das Flugzeug. Jetzt einmal kurz nicht zu stark steigen. So, Landing Gear ab. Wie geht's dem Holz? Okay, das wird ein bisschen hochgehoben. Oh, never mind. So, scharfe Kurve einmal. Die Kurve fühlte sich so an, als wäre irgendwas abgerissen, also. Und. Oh. Okay, ich mache mal ein Replay, dann können wir gleich gucken, wie das so läuft. Also ich werde jetzt einfach mal da vorne direkt in die Burg krachen. Aber aus der Co-Piloten-Perspektive. Oh Mann, hier kann man nicht auf den Flügel gucken. Okay. Da geht der Flügel, jetzt kann ich nicht mehr gegenlenken. Und bumm. Ach du Scheiße. Ah. Gut, dem Yoke geht's nicht mehr so gut. Der hängt mir jetzt im Knöchel. Und ja, generell würde ich sagen, geht's dem Flugzeug nicht mehr so gut. Da. Ja, Start. In Slow Motion. Ja, da viel zu sehr Bank, aber okay, es war schon sehr knapp. Und es ist nur ein kleines Stück vom Flügel abgerissen und trotzdem halt in Balance, ne? Der hat komplett die Kontrolle verloren, ich konnte nicht mehr rüberziehen. Also ich habe den Yoke wirklich komplett rübergezogen. Hat der nicht reagiert und dann, ja. Hat er einfach die ganze Zeit weiter gedreht erstmal. Und hier ist ja dann Strömungsabriss. Ist auch ein bisschen schlecht, wenn man so ist, ne? Und dann ist er ins Wasser. Ich war aber zu schnell. Bin perfekt aufgekommen eigentlich mit dem Cockpit. Das Cockpit ist deswegen nochmal abgeprallt. Das sah aus dem Cockpit aus, als wäre ich einfach komplett vom Wasser abgeprallt. Und dann, boom. Das Cockpit liegt da hinten. Ja, und die Fracht ist auch noch drin. Gut. Okay, diesmal. Huch, was habe ich denn da für einen Knopf gedrückt? Ach, wird schon nichts so Wichtiges sein. Gell? Opa. Okay, der muss jetzt ein bisschen schneller beschleunigen. Okay, rüber, 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 rüber. Wenn ich jetzt da was abziehen würde, dann würde der instant Strömungsabriss machen, glaube ich. Deswegen. Ich versuche mal so zu halten und dann. Okay, nee, das funktioniert so nicht. Hoch, 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 hoch. Okay, ich glaube, die Sachen rutschen gar nicht. Testen wir es aus.
Oh! Okay, jetzt löst sich die Planke, aber... Nevermind, wir müssen es mal mit dem anderen beladenen Flugzeug versuchen. Weil da sind Pipes drin und ich glaube, die sind more likely rauszufallen. So, also, ich, selbst wenn wir jetzt schräg aufkommen, dann mache ich einfach sehr viel Ruder-Input. Okay, ne, wir dürfen nicht zu sehr zur Seite, weil da ist direkt ein Zaun. Schade, dass hier Gieß nicht funktioniert. Okay, nicht so viel Ruder-Input. Und? Sieht schlecht aus. Rüber. Butter, würde ich sagen. Ui. Ja. Schauen wir uns das mal an. Ob das wirklich eine Butter war. Ich meine, ich bin, glaube ich, bisher mit dem Noslanding aufgekommen, aber... Who cares about Noslanding? Achso, es ist noch in Zeitlupe. Ja, nee, das sieht nicht gut aus. Hier hätte ich hochziehen müssen. Ja, da bin ich mit dem Noslanding hier aufgekommen. Da ist viel zu Kraft an, viel zu viel Kraft auf dem kleinen Rad. Das funktioniert so nicht. Ja, und dann war ich auch noch ein Tacken zu sehr auf der einen Seite. Ne? Ja, hier geht der Zaun auch viel zu nah an die Piste ran. Also, ich meine, da vorne war der Touchdown-Marker. Aber, ja. Hier bin ich dann rüber, weil ich wusste, dass es irgendwie ein bisschen schwierig wird. Aber dann bin ich doch ein bisschen zu nah rangekommen. Schauen wir uns die Landung mal aus einer anderen Perspektive an. Zum Beispiel aus der wunderschönen externen Perspektive. Ja, sieht doch gar nicht so schlimm aus jetzt. Planespotter. Aua. Voll Teile ins Gesicht. Ui. Die Funken sprühen. Sieht schmerzhaft aus und... Ui, und das stoppt da. Okay, also das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.